Asseln sind Tiere, die wohl ziemlich jeder von uns kennt. Die meisten stempeln sie einfach als irgendwelches unscheinbares Ungeziefer ab, das sich halt irgendwo im Garten, im Keller oder in der Garage aufhält. Wer sich aber näher mit diesen Tieren befasst, wird durchaus feststellen, dass sie auch ziemlich interessant sein können. Sie hinterlassen zum Beispiel schon einen anderen Eindruck, wenn man sich vor Augen führt, dass es sich hierbei eigentlich um Krebstiere handelt. Ja, also die Asseln sind im Prinzip kleine landlebende Krebse. Wie ihre Verwandten im Wasser atmen auch Asseln über Kiemen. Aus diesem Grund sind sie auf Feuchtigkeit angewiesen. Deshalb halten sie sich auch immer an Orten auf, wo es feucht ist, wie zum Beispiel unter totem Holz, unter Steinen oder eben im Keller oder in der Garage. Es gibt viele verschiedene Arten von Asseln. Hier sehen wir zum Beispiel zwei Rollasseln. Wenn eine Rollassel in Gefahr ist, rollt sie sich zu einer Kugel zusammen. Ist die Gefahr vorbei, setzt sie ihren Weg fort. Rollasseln sind nicht zu verwechseln mit dem Saftkugler, der auf den ersten Blick auch wie eine Assel ausschaut, aber zu einer völlig anderen Tiergruppe dazugehört. Während die Asseln eben, wie gesagt, zu den Krebstieren gehören, zählt der Saftkugler zu den Tausendfüßlern. Ein kleiner, aber feiner Unterschied ist das hintere Ende des Körpers, das beim Saftkugler einfach so abgerundet ist und keinerlei Strukturen trägt, während es bei den Asseln eine Struktur trägt, die man als Telson bezeichnet. Asseln sind sehr wichtige Verwerter von abgestorbenem Material. Die Tiere sind omnivor, das bedeutet, gefressen wird alles. Pflanzliche Kost wird genauso verzehrt wie auch tierische Kost. Wenn sie in größeren Mengen auftreten, können sie schon mal Schäden verursachen, weil sie dann ab und zu auch mal lebende Pflanzen anfressen. Für gewöhnlich bleiben aber die lebenden Pflanzen von den Asseln verschont und gefressen wird nur das abgestorbene Material. Wenn euch die Asseln gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt dieses Video in euren sozialen Netzwerken, das würde mich sehr freuen und würde meinen YouTube-Kanal unterstützen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt und dann seid ihr zukünftig mit dabei. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.